Sehr geehrter Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, auch wir werden dieser Resolution zustimmen. Das ist mal wieder ein Paradebeispiel, welche Konsequenzen es hat, wenn Kapitalinteressen von Dritten auf lohnabhängige Beschäftigte stoßen, die jahrzehntelang eine sehr gute Arbeit verrichtet haben. Es geht hier auch ähnlich wie bei Bombardier um die Erhaltung von Zukunftstechnologien, nämlich Zukunftstechnologien für den Transport von Energie nach Möglichkeit von erneuerbarer Energie. Aber die Resolution hat für uns den falschen Adressaten. Sie haben Herr Dr. von Rüben das Handelsblatt zitiert. Auch ich habe mich mit General Electric beschäftigt in den letzten paar Monaten, habe einige Artikel auch unter anderem im Handelsblatt dazu gelesen und musste feststellen, dass nicht der Vorstand von GE Grid diese Entscheidung getroffen hat, sondern der größte Anteilseigner von General Electric insgesamt. Das ist der sogenannte Vermögensverwalter BlackRock überhalb vom Teich. Insofern ist der Vorstand da tatsächlich der falsche Adressat. Der richtige Adressat wäre BlackRock. Vielleicht leiten Sie diese Resolution Ihrem Parteifreund Friedrich Merz hier weiter. Vielleicht kann er damit was anfangen. Des Weiteren ist es so, dass BlackRock schon vor Monaten mit recht rabiaten Methoden dem Vorstand dort klargemacht hat, dass die erneuerbare Energie, die Instrumente für die erneuerbare Energie auf ein Minimum zusammengeschrumpft werden, weil sonst wiederum BlackRock nicht den Profit ziehen kann, den sie im Prinzip schon von Anfang an, als sie bei General Electric eingestiegen sind, avisiert hatten. Insofern gehört das auch zur Wahrheit, wenn wir hier über die große Politik reden, und das haben wir ja in Teilen eben schon gehört, angerissen. Wir sind nicht unbedingt ohnmächtig gegenüber solchen Interessen, wir sind wirkungsfrei, aber nicht ohnmächtig. Diese Resolutionen sind wichtig, aber es bedarf bei solchen Resolutionen auch, und das gehört dann auch zur Wahrheit,